Echter Ding. Ach, Derek, Harry ist am Telefon. Mittlerer Ring, Lerchenauer. Ja, unser Kollege Euler hat gerade getankt. Er war den ganzen Tag in seiner Wohnung, dann fuhr er plötzlich los. Ja, bleib hinter ihm, sowieso. Okay, ist gut. Sag mal, du hast nicht zufällig einen älteren Mann gesehen, der hier vorbeigekommen ist? Läuft was mit uns? Oh, das muss doch nicht. Dann hau ab. So um die 60. Nein. Sind Sie der Wirt? Ja. Ich hätte gerne einen klaren Sprudel. Ja. Bitte. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, warum nicht? Das ist ja schließlich hier ein öffentliches Lokal. haben Sie sich verlaufen hier? Ja. Aha. Ja, das sieht man. Sie fallen auf hier. Ah ja? Ja. Ja, wieso? Na ja, durch Ihre Art, sich zu geben, wie Sie aussehen und so. Sie fallen auf. Ja, Sie fallen auch auf. Ich? Ja. Ja, na. Ja, vielleicht. Vielleicht ihn. Wollen Sie nicht zahlen? Ja, natürlich. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Hier, Clara. Oh!
Euler. Sind Sie verletzt? Nein. Aber es ist auf Sie geschossen worden. Das kann man wohl sagen. Verdammt leichtsinnig von Ihnen. Sie sind mir doch gefolgt. Soll ich das leugnen? Derek, ja? Hat gesagt, wir hinter dem alten Euler her. Sieh, was er macht, was er tut. Ja, hat ja auch recht gehabt. Nach dem, was passiert ist, ist klar, dass wir uns einiges verschwiegen haben. Was wird hier eigentlich gespielt? Winterstein hat mir gesagt, dass er sich mit einem Mann treffen will. Einem Zuträger, Spitzel oder sowas. Es war in dieser Gegend. Und wann war das? Einen Tag vor seinem Tod. Hat er Ihnen eine Beschreibung gegeben von diesem Mann? Ja, es soll ein junger Bursche sein. Langes Haar, Bart, Blue Jeans. Ein Gitarrenspieler. Ja, was wollte Winterstein von dem? Er hat gesagt, eine wirklich heiße Spur, mehr nicht. Ein Gitarrenspieler. Mehr wissen Sie nicht? Mhm. Sie haben doch irgendetwas vor, Herr Euler. Ich gehe hier durch diese Straße und höre, ob einer Gitarre spielt.